Willkommen und willkommen zurück. Thema dieses Videos ist das Bildungscontrolling und genauer gesagt die Kennzahlen innerhalb des Bildungscontrollings. Wo sind wir also? Wir sind im Bereich der Personalentwicklung. Und im Bereich der Personalentwicklung gibt es den Ansatz, dass man auch diese Maßnahmen steuern muss. Und damit sind wir beim Controlling. Controlling heißt steuern von irgendwas. In dem Fall von den Personalentwicklungsmaßnahmen. Das nennt man dann verkürzt Bildungscontrolling. Aber das Gleiche gilt für Logistikcontrolling, Finanzcontrolling und was immer für Controlling. Ist immer der gleiche Gedanke. Man will diesen Bereich steuern. Und wenn man beim Steuern ist, ist man ganz schnell bei Kennzahlen. Ja, die ganze Welt wird über Zahlen und über Skalen gesteuert. Schauen Sie sich einfach um. Ja, schauen Sie, machen Sie Ihren Kühlschrank auf, da finden Sie ein Thermostat. Schauen Sie auf Ihr Auto, auf das Armaturenbrett, da finden Sie Skalen. Manchmal sind sie rund, manchmal gehen sie von links nach rechts, manchmal gehen sie vertikal von oben nach unten, wie auch immer. Skalen und Zahlen sind die Instrumente, mit denen wir steuern. So, und damit ist der Gedanke klar, dass auch die Bildung des Unternehmens, also die Personalentwicklungsmaßnahmen, gesteuert werden sollen. Und das passiert über Kennzahlen. So, der Prüfer fragt also, ob wir da so ein paar Kennzahlen mal nennen können. Und jetzt ist es gut, wenn man wieder eine Struktur im Kopf hat. Und im Grunde drehen sich diese Kennzahlen um zwei große Bereiche. Einmal die Vergleiche und zum anderen die Aufschlüsselung. Ja, wenn man sich diese beiden zentralen Begriffe merkt, dann kann man jetzt eine ganze Menge Kennzahlen abrufen. Ich sagte schon, wenn Sie sich die Struktur einprägen, kriegen Sie den Zugang zu den Inhalten. Über die Inhalte kommen Sie aber niemals zur Struktur. Also prägen Sie sich, wenn es Ihnen hilft, hier diese beiden Begriffe ein. Jetzt zeige ich Ihnen, was ich damit meine. Vergleiche. Der Controller liebt Vergleiche. Und natürlich, der klassische Vergleich ist der Soll-Ist-Vergleich. Das ist eine Antwort, die Sie immer geben können, egal was hier davor steht. Ob hier Bildungscontrolling davor steht oder es irgendeine andere Form des Controllings ist, Soll-Ist-Vergleich ist eine Antwort, die man immer geben kann. Wenn wir jetzt ein bisschen konkreter werden, dann können wir hier für das Bildungscontrolling sagen, Kostenvergleiche, unterschiedlicher, und jetzt können wir hier wieder aufschlüsseln, unterschiedlicher Bildungsanbieter, unterschiedlicher Durchführungsformen, ja, und damit ist das sicher noch nicht abgeschlossen hier mit den Kostenvergleichen. Ja, Controller lieben diese Vergleiche und das klassische Soll-Ist-Vergleich, denn Soll gibt natürlich sozusagen die Leitplanke vor und man will sehen, dass man da innerhalb dieser Leitplanke bleibt. Ja, so, Kostenvergleich unterschiedlicher Bildungsanbieter, unterschiedlicher Durchführungsformen. Sie wissen, dass wenn das Was klar ist, dann ist die Frage des Wie und das sind die unterschiedlichen Durchführungsformen. Und da kann man natürlich auch die Kosten aufstellen und das sind Kennzahlen im Bildungscontrolling, gar keine Frage. Der zweite große Bereich ist die Aufschlüsselung. Controller lieben es, Zahlen zueinander ins Verhältnis zu setzen. Und was kann man hier machen? Aufschlüsselung ist Anteil der Weiterbildungskosten. Und jetzt kann man hier aufschlüsseln, zum Beispiel an den Personalkosten oder aber an den Gesamtkosten. Controller lieben so etwas. Prozentualer Anteil der Personalentwicklungskosten an den Personalkosten oder auch an den Gesamtkosten.
Das sind Kennzahlen, die Personaler lieben, beziehungsweise Controller lieben. Aber das ist natürlich nicht alles, was man an Aufschlüsselungen machen kann. Sowas ist auch sehr beliebt. Maßnahmen kosten, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann je Teilnehmer, Punkt, 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 je Unterrichtstag, je Abteilung. Und das ist sicher noch nicht vollständig hier. Also Controller kommen dann noch auf weitere Ideen, wie man die Maßnahmenkosten aufschlüsseln kann. Das ist unser zentraler Gedanke hier. Ja, pro Teilnehmer, pro Abteilung, pro Projektgruppe und so weiter und so weiter. Und der prozentuale Anteil, das ist Aufschlüsselung. Ne? Ja, einmal Maßnahmenkosten nach verschiedenen Kriterien strukturiert und prozentuale Anteile. All das ist Aufschlüsselung. Nehmen wir noch was zu den Vergleichen. Kostenvergleiche, Kostenvergleiche oder Kostenvergleich, Punkt, 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 interne Maßnahme und externe Maßnahme. Ja, auch das ist ein Vergleich, in dem Fall ein Kostenvergleich. Sie sind sehr schnell bei Kostenvergleichen. Ist ein bisschen, ist nicht ganz ungefährlich, denn Sie müssen natürlich auch die andere Seite sehen. Was bringt es? Kosten ist im Prinzip der Werteverzehr. Ja, Sie wissen, Kosten ist betriebsinterner Wertverzehr, in Geld bewertet. Und auf der anderen Seite müssen wir natürlich irgendwo auch sowas wie eine Leistungsseite haben. Es kann sein, dass eine Maßnahme, die auf der einen Seite höhere Kosten hat, auch sehr viel mehr bringt als eine andere Maßnahme, die überhaupt nichts bringt. Ja, Dinge, die überhaupt nichts bringen, gibt es im Bereich der Personalentwicklung eine Menge. Ja, gibt es eine Menge. So, was haben wir noch? Aufschlüsselung, auch sehr beliebt. Weiterbildungskosten je Mitarbeiter pro Jahr. Ja, auch sehr beliebt. Findet man sogar manchmal in Erläuterungen zum Jahresabschluss. Da zeigt sich das Unternehmen als personalentwicklungsfreudig und zeigt, wie viel eben investiert wird in das eigene Personal. Ja, Sie sehen, wenn Sie hier eine Struktur finden, die merkfähig ist, wenn Sie sich die beiden Worte merken können, Vergleiche und Aufschlüsselung, dann fallen Ihnen Unterpunkte ein. Ja, soll ist Vergleich, vom Soll-Ist-Vergleich kommen Sie ganz schnell zu Kostenvergleichen. Ja, und wenn Sie Kostenvergleich haben, dann fallen Ihnen mindestens eine dieser Dinge hier ein. Bei Aufschlüsselung, prozentualer Anteil, ja, Aufschlüsselung bedeutet Anteile berechnen, Anteil der Weiterbildungskosten an den Personalkosten, ja, oder hier Maßnahmenkosten, je Teilnehmer und so weiter. Auch da fällt Ihnen vielleicht nicht alles ein, aber Ihnen fällt hier genug ein. Ja, Sie sehen also, wenn man mit zwei Schlüsselbegriffen sich so ein Gebiet erschließen kann, kein sehr großes Gebiet zugegebenermaßen, aber wenn man sich ein solches Gebiet so erschließen kann, dass man es in einer Prüfung abrufen kann. Und ich bin ziemlich sicher, wenn Sie das Video einmal sehen und dann in der mündlichen Prüfung nach dieser Sache hier gefragt werden, dann können Sie punkten. Ja, bin ich ganz sicher. Da müssen Sie noch nicht mal das alles abmalen, was manchmal empfehlenswert ist. Manchmal ist empfehlenswert, Sie nehmen sich selber ein Blatt Papier und Stift und malen sich selber die Mindmap, entweder so, wie ich es mache, oder eben auch haben Sie bessere Ideen, aber machen Sie es selber. Nur in dem Fall, ich glaube, wenn Sie das Video einmal laufen lassen, dann ist das im Kopf, weil hier wirklich die Strukturierung sehr schön einfach ist. Und denken Sie daran, Sie brauchen nur den Auslöser hier, und dann fällt Ihnen vielleicht nicht alles ein, aber Ihnen fällt genug ein. Unser Gehirn reagiert auf Auslöser. Man muss auf Auslöser hin lernen. Und die Mindmap visualisiert sozusagen das Lernen auf Auslöser hin. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.